Irgendwann wirst du merken, dass du mit Wissen nicht mehr weiterkommst, sondern durch das praktische Erleben, indem du Dinge tust, verändern sich am schnellsten deine Glaubenssätze und dein Mindset. Und wir Menschen sind geboren dafür, uns aufs Neue einzulassen. Die Frage ist, wie viel Lebensqualität und Lebensfreude willst du haben? Ist wirklich wieder wie Kind sein, eigentlich wieder einfach leben. Es geht um Fühlen, um Spüren, um Lebendigkeit. Da, wo das Herz aufgeht, da, wo es Spaß macht. Wenn man sich immer wieder aus der Komfortzone bewegt, merkt man eigentlich, dass es auch dort Sicherheiten gibt. Als Kind sieht man diese Grenzen gar nicht. Ja, da existieren keine Grenzen, da schießt man einfach durch und guckt dann zurück und denkt sich, war ja gar nicht so schwierig. Und mit dem Erwachsenwerden sind diese Mauern, Abgrenzungen so überwuchert schon mit Moos, ja, dass man überhaupt nicht mehr weiß, was dahinter mal gewesen ist. Und das ist eigentlich das Schöne, wenn man durchgebrochen ist, dass man sich wieder erinnert, dass man ja da schon mal war. Unbeschreiblich, unbeschreiblich schön. Ich genieße. Schau mal die Natur. Im Christian-Bischoff-Club steht das gemeinsame Erleben im Vordergrund. Aus den Seminaren, aus dem Kopf rein ins Erleben und ins Gefühl und wieder diese Lebensqualität und Lebensfreude spüren. Mit so einem einfachen Mittel den Leuten klarzumachen, hier geht es nicht um spooky, Esoterik, sondern es geht einfach darum, mit sich selber wieder in Kontakt zu kommen, den eigenen Körper als Brücke wahrzunehmen ins Hier und Jetzt und in diesem Hier und Jetzt einfach mal runterzukommen. Das ist ein Kraftmoment, der da entsteht. So eine Energie mit dabei, das war so geil. Ich glaube, Improvisationstheater ist einfach eine gute Quelle, eine gute Lebensschule, weil man im geschützten Rahmen Sachen ausprobieren kann, sich selbst ausprobieren. Es hat viel mit Vertrauen zu tun. Vertrauen in sich, in Vertrauen in die anderen. Ja, also ja, ich glaube. Hörst du? Gott findet, wir haben recht. Was wir da lernen, ist, dass wir uns im Alltag meistens selbst einschränken. Das kannst du nicht machen. Du blamierst dich nur. Es gibt kein Blamieren. Das einzige Blamieren ist vor dir selbst, wenn du es nicht tust. Und dann war ich halt eben da vorne gestanden und ich habe da drauf geguckt und ich konnte einfach diesen Satz nicht anfangen zu lesen. Oh, also das war für mich schon echt schwierig, da dann aus der Komfortzone rauszugehen. Du machst aber diesen Schritt und dann merkst du, oh, das ist ja gar ganz einfach eigentlich. Also wenn man es dann, glaube ich, auch öfters macht und in kleinen Schritten und mit deinem Tempo, dann ist es gut. Wirklich in diese Angst reinzugehen und sich dem Ganzen zu stellen. Und das ist so wunderschön zu sehen, wenn Menschen in kürzester Zeit, in weniger als einer Stunde, so große Fortschritte machen. Es ist magisch, es ist so energievoll, was in so einer Gruppe entstehen kann. Das ist halt Christian zu verdanken, dass diese Menschen auf einen Platz zusammenkommen und sich hier verbinden. Chili, das ist so unser kleiner Motivationshund, unser Motivationsmaskottchen und er ist unaufhaltbar, so wie wir es sein dürfen. Ich
habe in meinem ganzen Leben so etwas Intensives und Schönes noch nie erlebt. Das ist das Gefühl der Freiheit. Mir geht es tatsächlich 100% ums Erleben. Ich bin echt baff, ich bin echt begeistert. Und ich freue mich, auf den nächsten zu erreisen. Boom! Ein Grundgedanke. Denkt immer daran, wie geht's mir in 3 Jahren, in 5, in 10 Jahren? Wo stehe ich? Hinterm Dresden? Sauf mich zu Tode oder voller Lebensfreude spaziere ich noch mit 90, 100 Jahren durch das Leben. Ich komme wieder, ich komme wieder, ich komme wieder. Wann weiß ich nicht, aber ich bin wieder dabei. Nur zu empfehlen, die beste Schule des Lebens, auch im gehobenen Alter. Ich bin unaufhaltbar. We are winner. Ich bin ein Gewinner. Geil, so geil! So geil hier! Es ist eine geile Zeit, das Wort geil gefällt mir gut.